Hola und guten Morgen! Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zum 11. Spieltag der German Pokémon League, heute gegen die Dueling Lucarios von Parsifani geleitet. Ja, der Kampf. Ich denke, ich werde jetzt gar nicht großartig drum rumreden. Ich würde einfach ein bisschen zum Team sagen und dann geht's auch direkt schon los mit dem Kampf. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da jetzt noch ewig drüber reden sollte. Und zwar, war sein Team, das habe ich schon gesehen, relativ gut strukturiert. Also das Problem, was ich bei seinem Team sah, war einfach, dass er auf jedes offensive Pokémon von mir eine relativ gute Antwort hatte. Und deshalb war es für mich auch relativ schwer, hier offensiv irgendwas zu reißen. Das Problem ist, wenn ich meine Offensive so aufbaue, dass ich seine Defensive gut treffen kann, habe ich ein paar Probleme in der Defensive. Wenn ich meine Defensive gut baue, dann kann ich ihn offensiv nicht genug treffen und habe außerdem auch ein paar Probleme mit den Pokémon, die er so als Sweeper anbietet, wie zum Beispiel Ramot und seinem Bellydrummer Zumarill, wovor ich ziemlich viel Angst hatte und die auch nur relativ schwer handeln konnte. Und deshalb, ja, habe ich mich hier dazu entschieden, meinen Rabigator mitzunehmen mit dem Fokusgurt und dem Konter und dem Stein und der Steinkante, um eben diesen Ramot und seinem Bellydrummer Zumarill eben nochmal entgegenzuwirken und somit nochmal so einen kleinen letzten Ausweg habe dagegen und habe mich dann ausgiebig auf die Offensive konzentriert. Ich habe als defensive Pokémon hier mein Forstelka und mein Arcani mit, welche beide seine Pokémon relativ gut handeln können. Also ich habe ein speziell defensives Forstelka hier, um Rexbeza wirklich perfekt zu kontern und noch ein oder andere speziell offensive Attacken, wie zum Beispiel von Simsela vielleicht, sofern es nicht die HP Fire hat. Also da war ich schon relativ gut gerüstet, würde ich sagen. Und auf der physisch-defensiven Seite habe ich hier mein Arcani. Die beiden Defensiv-Pokémon ergänzen sich wirklich ziemlich gut. Das Problem ist allerdings, dass ich dann gegen sein offensives Pokémon, seinen Landorus, relativ wenig Antworten habe, weil auch ein Erdbeben auch da ziemlich guten Schaden drücken wird und ich mit Hitzekoller nicht unbedingt die Möglichkeit habe, ihn da irgendwie Schaden zu machen. Habe mich außerdem hier ein bisschen auf die Entry Hazards konzentriert, und zwar habe ich gesehen, dass sein einziger Spinner hier tatsächlich sein Capoeira ist, welches ja von einer Psychokinese zum Beispiel von meinem Mega Simsala herausgenommen wird. Und er deshalb halt, ja, relativ schwer dazu kommen wird zu spinnen, vor allem weil ich auch noch Gengar habe, der ein Spinblocker ist, wie man an dem Geisttyp natürlich auch erkennen kann. Deshalb habe ich hier die Stealth Rocks und die Toxic Spikes auf meinem Forstelka und kann die halt auch immer wieder, wenn Rexbliza reinkommt, immer wieder wegspinnen. Habe dazu auch noch den Overcoat, also die Wetterfestfähigkeit und statt der Robustheit, wodurch ich keinen Schaden durch den Hagelsturm bekomme. Ja, das war eben so mein Plan. Hatte dazu auch noch den Brüller auf Arcani, um das eben so ein bisschen durchzuphasen, sein Team. Dann bekommen sie nämlich ebenfalls ein bisschen Hagelsturmschaden, Talensteinschaden, Toxic Spikes werden schwer vergiftet und so weiter. Das fand ich dann doch schon ziemlich hilfreich, aber wir werden auf jeden Fall mal schauen, wie das so funktioniert hat. Der Star-Player in diesem Team wird höchstwahrscheinlich auch mein Mega Simsala sein, was ich mit einem sehr, sehr komplett speziellen Set hier spiele, und mit speziell meine ich nicht die Attacken, die speziell sind, sondern wirklich ein besonderes Set. Und zwar spiele ich dieses Simsala hier komplett physisch defensiv. Der Grund dafür ist einfach, dass ich sowas wie einen Knirscher von einem Lucario mit Life Orb tanken würde, und trotz fehlendem Initiative-Investment könnte ich es immer noch outspeeden und mit einem Fokusstoß One-Hitten. Ich kann einen Ice Shard von einem Rexbliza ziemlich gut wegstecken, ich kann einen Schmarotzer von Nachtara sehr gut handeln, ich kann sogar noch einen Techniker-Raub von Capoeira überleben und dann mit einer Psychokinese zurückschlagen. Also da hatte ich mir schon echt viele Möglichkeiten mit Simsala ausgerechnet, da wirklich was zu reißen. Dazu spiele ich noch Calm Mind und Genesung, sodass ich halt ein bisschen gegen seinen Nachtara mich vielleicht setupen kann und damit im Fokusstoß angreifen kann, und habe dann einfach gehofft, dass diese Taktik irgendwie funktioniert und ich vielleicht sogar zu einem kleinen Sweep ansetzen kann, weil das die einzigen Pokémon, die mich outspeeden könnten, wären wirklich sein Landorus und sein Simsala. Und diese beiden könnten mich nicht one-hitten, da ich einfach physisch defensiver, wie gesagt, gut investiert bin, durch Abschlag sowieso nur noch 50% Schaden bekomme, weil ich halt ein Mega-Pokémon bin. Und ja, nachdem ich genug Calm-Minds drin habe, könnte mich dann auch das Simsala nicht mehr genug treffen. Und ich habe mir da auf jeden Fall viele Chancen ausgemalt und habe somit auf Sitomega und auf Mega Simsala hier das komplett gleiche Moveset. Also dieselben Attacken mit Psychoschock, Fokusstoß, Genesung und Calm Mind, hab dann komplett physisch defensives Investment. Also da mache ich mir echt keine Sorgen und ich habe mir auf jeden Fall viele Chancen ausgerechnet. Aber ich würde sagen, wir schauen auf jeden Fall mal, wie das funktioniert hat, und sehen jetzt erstmal den Kampf rein. Let's go!
Chuck 42 ist issuing a challenge und somit geht's auch schon direkt los. Wir haben gesehen, er leadet hier mit seinem Bastmann und ich mit einem Cheshire. Und natürlich ist das ein ganz gutes Set-Matchup für ihn, wenn ich nicht die HP-Eyes drauf hätte. Davon weiß er momentan natürlich noch nichts, aber wie man hier sieht, er wechselt aus, hat natürlich einen safen Switch-In in sein Nachtara und möchte das natürlich auch gebrauchen. Das wäre natürlich gefährlich gewesen, da für von mir drin zu bleiben. Das Problem ist ja, wie gesagt, ich wollte halt hier safe spielen und hatte auf jeden Fall auch mir Chancen ausgemalt, hier mit der Hidden Power Ice schon direkt First Turn für eine Überraschung zu sorgen. Leider hat das nicht ganz funktioniert, denn er wechselt hier in Umbreon und hat dann natürlich einen safen Switch-In, kann jetzt mit Schmarotzer mich angreifen oder mit Wunschtraum sich gegenheilen. Das heißt, ein Fokusstoß würde da auch nicht viel bringen. Und wir sehen hier, geht auf ein Snarl. Snarl ist eine Standpauke. Eine Standpauke ist eine sehr, sehr interessante Attacke auf diesem Pokémon, die wirklich gut gegen meine Carmine-Setupper ist. Das Gute ist, ich habe jetzt hier mit Zytomega wenigstens noch die Weakness Policy, wodurch mein Spezialangriff, der ja eigentlich durch die Standpauke gesenkt wird, wieder resettet wird und ich jetzt praktisch schon plus 1 bin. Das Problem ist, er ist leider schneller, kann jetzt nochmal ein Snarl raushauen und ich dachte mir, okay, bevor ich jetzt hier mich mit Genesung wieder hochheile, gehe ich auf den Fokusstoß. Er ist noch neutral, also er ist sehr effektiv und ich habe keinen Drop sozusagen drauf durch die Weakness Policy. Bekomme sogar den Special Death Drop, das heißt, das ist hier gar nicht mal so eine schlechte Ausgangslage für mich. Natürlich problematisch, dass er hier die Standpauke drauf spielt, denn so kann er natürlich immer wieder meinen Spezialangriff senken, mich daran hindern, wirklich mit dem Carmine mich hochzuboosten und zu sweepen. Das heißt, da schon mal eine sehr schöne Attackenwahl von ihm und er kann jetzt hier schon mal sofort in sein Landorus wechseln und dafür sorgen, also mit schon mal mit einer Kehrtwende auf jeden Fall schon mal ordentlich Druck aufbauen. Das Gute ist, durch die Weakness Policy, die ich extra hier drauf hatte, die natürlich jetzt schon verbraucht ist, macht der Knockoff auch nicht mehr viel Schaden. Das heißt, ja, ich hatte hier eigentlich eine Kehrtwende predicted, aber da ich nicht so viel Schaden fressen wollte auf meinem Zytomega, bleibe ich einfach nicht drin und wechsle aus. Denn ein physisch-defensives Akani kann das natürlich ganz gut tanken. Vor allem, ich habe auch noch die Leftovers drauf, kann mich da also wieder heilen und das hat gar nichts an Schaden gemacht, wie wir hier sehen. Da er jetzt nicht unbedingt einen offensiven Switch-In gegen dieses Akani hat, außer natürlich sein Landorus, wenn es jetzt reinkommt und mit Erdbeben angreifen kann, wechselt er hier erstmal in Marmolida, wo ich aber nicht unbedingt drin bleiben wollte. Ich hatte nämlich kein Irrlicht drauf, was ich hier vielleicht hätte einsetzen können und hatte außerdem Angst vor dem Toxin oder dem Abschlag, der jetzt hier kommt, und wechsel wieder in Zytomega. Leider bekommt er jetzt hier den Volltreffer, das heißt, da ist schon mal etwas mehr Schaden auf einem Zytomega drauf, als ich das eigentlich wollte. Und muss deshalb auch immer wieder von der Standpauke aufpassen. Ich habe jetzt hier allerdings den Double Switch gepullt, weil ich einfach wusste, er wird hundertprozentig in sein Nachtara wechseln. Und das kann ich ganz gut mit meinem Forstelka abfangen, weil ich ja jetzt weiß, er hat die Standpauke drauf, die wird nichts an Schaden machen. Mit Wunschtraum kann er sich nicht unbedingt wirklich heilen, weil er noch volle KP ist, hat fast. Und sein restliches Team auch. Und somit bin ich jetzt hier in Forstelka drin und dachte mir, kann ich jetzt erstmal die Tarnsteine legen. Das Gute ist, er wechselt hier sogar in Rex Blisa, hat sich hier also ganz gute Chancen ausgemalt, hier wirklich was an Schaden rauszudrücken. Ich hatte erstens Angst, dass er vielleicht denkt, ja, er hat die Hidden Power Fire drauf und könnte mir damit Schaden machen. Was auch der Grund ist, warum ich hier nochmal in meinen Arcani wechsle, da ich einfach beide Steps resiste und mit einer Feuerattacke auf jeden Fall Druck aufbauen kann. Ich hatte nämlich erstmal Angst vor einer Hidden Power Fire, wie gesagt, und wollte erstmal scouten, ob er die vielleicht auch drauf hat und hätte die damit ganz gut abfangen können, weil ich mich auch gewundert habe, warum er in Rex Blisa wechselt, da auch mein Forstelka beide Steps resistet. Er geht jetzt hier auf die Lead Seed, was ich gesehen habe, ziemlich interessant, da ich diese auch mit Rapid Spin direkt wieder hätte wegspinnen können. Das heißt, da wäre gar nicht so viel Möglichkeit für ihn gewesen, mit den Lead Seeds viel Druck aufzubauen und ich hätte dann einfach meine Toxic Spikes legen können. Aber gut, das ist jetzt verschenkt und somit habe ich dann hier schon mal das Problem. Ich habe jetzt hier, glaube ich, sogar predicted, dass er auswechselt und gehe auf den Brüller, wodurch ich einfach ein bisschen Tarnsteinschaden verteilen kann auf alles, was so reinkommt, und hatte gehofft, dass ich nicht sein Capoeira reinbekomme, damit die Hazards auf jeden Fall draußen bleiben. Leider habe ich hier ein bisschen Pech mit dem Random, mit diesem Random Auswählen, welches Pokémon denn durch den Brüller reinkommt. Somit bekommt er ja fast gar nichts an Tarnsteinschaden und kann jetzt auf jeden Fall den Rapid Spin einsetzen. Ich hatte anfangs überlegt, gehe ich vielleicht in Gengar, aber Gengar war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu wichtig, um das reinzuwechseln. Denn, wie gesagt, ich hatte halt stark mit einem Raub gerechnet, der ja auch noch durch den Techniker geboostet wird. Und so ein sehr effektiver Move, den will ich auf Gengar einfach noch nicht fressen, weil ich auch den Live-Orb drauf habe und da sowieso nur eine begrenzte Anzahl an Moves einsetzen kann. Deshalb wechsle ich hier meinen Hubba Bubba, einfach nur, weil ich den Turbodreher gut abfangen konnte und auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Druck aufbauen konnte, vielleicht auch ein bisschen die Kehrtwende
nicht die Kehrtwende, sondern die Genesung einsetzen, um mich einfach ein bisschen gegenzuheilen, schauen, was er reinwechselt oder was er einsetzt. Wir sehen hier, er macht den Raub, er macht aber nicht allzu viel Schaden, also das ist wirklich weniger als 50%, das heißt, da wird er auch nicht unbedingt weit kommen, das sieht er auch hier ein und wechselt aus. Und ich bin einfach safe auf noch eine Genesung gegangen, um mich hier wieder dementsprechend hochheilen zu können mit der Genesung, weil ich einfach mein Südomega, auch wenn es gegen Amion sich nicht vielleicht so hoch setupen kann, aber es kann halt immer noch viel Schaden machen. Wir haben gesehen, ein Fokusstoß hat knapp unter 50% gemacht und das ist auf Nachtara schon mal gar nicht so schlecht. Aber trotzdem wird mir das hier nicht viel bringen, drin zu bleiben, da einfach die Standpauke einfach ein Move ist, der ja schon hilfreich ist. Und ich dachte mir hier, ich wechsle meinen Forstelka, denn das kann diese Standpauke wirklich gut abfangen. Ich kann dann auch da reinwechseln, wieder die Zahnsteine setupen oder herauslegen und die Toxic Spikes vielleicht auch hinterher. Und wir sehen jetzt hier, er geht auf Snarl, hat sich vielleicht erhofft, ein bisschen mehr Schaden zu machen, aber wir sehen, ich bin speziell defensiv. Der Spezialangriffsdrop, der 100%ige Chance hat, ist mir dann auch komplett egal. Und ich kann jetzt erstmal die Toxic Spikes legen. Ich dachte mir, das wäre ganz gut. Somit bekommt zwar sein Team keinen Tarnsteinschaden und er kann das vielleicht auch mit einer möglichen Vitalglocke wieder wegkriegen. Allerdings hatte ich mir hier gedacht, okay, das ist im Prinzip auch gar nicht so schlimm, da ja, die Toxic Spikes bleiben erstmal liegen und somit wird auf jeden Fall sein Capoeira, falls es denn wirklich reinwechselt, schon mal vergiftet, was schon mal durchgehender Schaden ist. So, hier bin ich dann jetzt ausgewechselt. Ich hatte einen Double Switch gewagt, glaube ich. Einfach weil ich dachte, er wird jetzt höchstwahrscheinlich irgendwas reinwechseln, um meinen Forstelka zu treffen. Aber er wechselt schon wieder in Rexblizer rein, was für mich ganz gut war sogar. Denn jetzt sehen wir hier schon mal meinen Gott. Den ersten Auftritt meines physisch-defensiven Gottes. Ich bin schneller, das weiß ich auch ohne Investment. Das ist halt immer noch eine 150er Base. Und er dachte sich hier, er hat nichts zum Reinswitchen. Weil mein Simsala ist mit dem richtigen Moveset auf jeden Fall ein richtig großer Threat für sein Team. Er geht hier auf den Ice Shard. Und wir sehen, der macht gar nichts an Schaden schon fast. Und ich kann hier den Fokusstoß einsetzen. Wegen fehlendem speziell offensiven Investment reicht das zwar nicht aus, aber durch den Toxinschaden, durch das Gift, was wir durch die Toxic Spikes drauf bekommen haben, reicht das dann aus. Und somit haben wir seinen Rexblizer schon mal besiegt, ohne dass es wirklich großen Schaden an mein Team machen konnte. Der Nachteil an dieser Sache ist natürlich, dass sein Rexblizer ja bisher immer so sein Switch-In war in mein Forstelka. Und das Forstelka wirklich ein Pokémon ist, was halt die Hazards immer rauslegen will und dabei eben nicht gestört werden will, sage ich mal. Und das wäre einfach so ein perfekter Entry-Hazards-Fodder, sage ich einfach mal, sein Rexblizer, da er einfach gar nichts damit hätte machen können. Aber gut, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Pokémon schon mal weg habe. Gehe jetzt hier in mein Arcani, bekomme den Knockoff ab und es ist ein Crit. Und das ist wirklich besonders bitter, denn durch den Hagel, der auch noch draußen ist, kann ich mich durch das Morgengrauen auch nur zu 25% hochheilen. Das heißt, hier schon mal etwas unfortunate für mich, da ich einfach ja zu viel Schaden auf meinem Arcani gefressen habe und somit auch nicht mal mehr ein Erdbeben tanken kann, wenn ich denn reinwechsel, was ja ziemlich schade ist für mich, dass schon mal hier die Hexen ein bisschen gegen mich sind, aber gut, es ist ein Crit, da kann er, sondern Parsifani kann da nicht viel gegen tun, das wollte er bestimmt auch nicht, aber es ist trotzdem ziemlich problematisch für mich, ein bisschen Pech dabei, aber gut, was will man machen, jedenfalls dachte ich mir hier, okay, ein Siedewasser ist zwar, wird zwar nicht allzu viel Schaden machen, aber es ist immerhin sehr effektiv und wird ein bisschen Schaden machen. Deshalb wechsle ich hier lieber aus und hatte mir hier eine ganz gute Möglichkeit gesehen, um meinen Gott zu wechseln. Denn wie gesagt, wir haben gesehen, er hat nicht unbedingt einen Switch in da rein. Dazu konnte ich noch mit der Fährte deinen Regenerator, die Belebekraft, wieder herausholen und somit auch, wenn ich auswechsle, mich wieder ein bisschen hochheilen, was ich ziemlich gut finde. Ich bin jetzt hier, glaube ich, sogar safe auf eine Genesung oder was bin ich gegangen? Ne, auf einen Fokusstoß direkt. Hab das also predicted hier, dass er in Embryon wechselt. Aber leider misse ich hier mit dem Fokusstoß. Das heißt, dieser Predict war mehr oder weniger unnütz. Und das Embryon hätte somit schon mal guten Schaden bekommen, was ja auf jeden Fall ziemlich hilfreich wäre für mich. Das Problem ist leider, dass er jetzt hier einfach auf die Heal-Bell gehen kann, seine ganzen vergifteten Pokémon wieder heilen kann. Und somit ja hat mir dieser Predict praktisch nichts gebracht. Das Gute ist allerdings, dass mein Simsala jetzt wieder auf einer guten Range ist durch die Belebekraft. Und ich somit auf jeden Fall schon mal immer einen netten Switch in sein Marmolida habe. Was mir auch im Verlauf des Kampfes immer wieder aufgefallen ist, was ich schön finde. Jetzt hier leider ein Problem, ich bin auf den Volt-Wechsel gegangen, weil ich mir dachte, er wird garantiert nicht in seinen Landorus wechseln. Das hat er aber leider hier gemacht, ein guter Wechsel. Das ist natürlich resisted und ich hatte Angst, dass wirklich ein Erdbeben zu viel Schaden macht. Eben einfach, weil ich ja komplett speziell defensiv bin und ein Erdbeben dann trotzdem guten Schaden machen würde.
Deshalb bin ich auch hier gezwungen, jetzt schon meinen Akani zu opfern. Ich hätte vielleicht noch einen Angriff getankt, wäre der Crit eben mit dem Knockoff nicht gewesen. Aber gut, da kann ich halt nicht viel gegen machen. Ist nun mal passiert und somit, ja, ist halt hier das Problem. Ich habe auf jeden Fall gesehen, er ist in Erdbeben gegangen. Kann also jetzt hier safe in meinen Gengar wechseln. Wenn er gescarft wäre, hätte er eh auswechseln müssen. Und wenn er nicht gescarft wäre, hätte ich ihn aus Speed und mit einer Hidden Power Ice gekillt. Ich wollte hier trotzdem safe sein, gehe auf die Hidden Power nochmal und dachte mir, hier, okay, ich gehe jetzt auf den Fokusstoß. Der wird circa 65% Schaden machen und durch das Gift und so weiter würde sich auch mit dem Wunschtraum nicht unbedingt gegenheilen. Dazu habe ich eh damit gerechnet, dass er auf die Standpauke geht und würde dieses Ambion auf jeden Fall schon mal down kriegen. Mein Gengar ist wichtig, aber mit dem Fokusstoß könnte ich es auf jeden Fall schon mal bringen, dieses Ambion zu besiegen, was noch wichtiger ist, aber ich bekomme hier den Miss. Mit dem Fokusblast schon wieder, das heißt, das Nachtara lebt hier tatsächlich nur noch, weil es einfach von diesen Fokusstoß-Misses geschützt wird, was problematisch ist für mich, denn ich habe jetzt im Special Attack Drop schon wieder zu viel Schaden gefressen, als ich es eigentlich wollte und bin jetzt hier wieder gezwungen auszuwechseln, weil Fokusstoß jetzt auch nicht viel Schaden macht, er sich da wieder gegenhalten kann und das ist ziemlich problematisch für mich, aber gut. Er macht jetzt hier auf jeden Fall den Double. Was auf jeden Fall wieder ein guter Move war von ihm, denn er merkt auf jeden Fall, dass je öfter er sein Landorus safe reinbekommt, desto öfter muss ich wirklich etwas reinwechseln und das macht einfach viel zu viel Schaden auf Dauer. Er geht jetzt hier auf den Knockoff, ich habe gesehen, okay, das macht gar nicht mal allzu viel Schaden. Ich kann jetzt nochmal hier die zweite Layer Toxic Spikes raushauen. Muss aber dann auch langsam aber sicher wieder dafür sorgen, dass mein Forstelka auch wieder zu viel Schaden bekommt. Jetzt ist auch noch die Zitrusbeere weg, was schade ist, weil ich somit eben ein bisschen Recovery wieder verliere und er macht jetzt hier wieder ein Double und wechselt in sein Nachtara und ich gehe in mein Last Resort, weil ich einfach gesehen habe, er hat keine Azumarill mit, keinen Ramos mit. Das heißt, ich werde es hier gar nicht so sehr brauchen und dachte mir, okay, seine Leftovers fucken mich ein bisschen ab, um ehrlich zu sein. Und gehe deshalb jetzt hier erstmal auf den Knockoff. Dann ist mir aufgefallen, fuck, der hat noch ein Marmolida. Und das Marmolida hat höchstwahrscheinlich auch den Beulenhelm drauf und deshalb werde ich jetzt erstmal Schaden bekommen und somit ist mein Fokus kurz schon mal weg. Das ist schade, denn ich hatte hier tatsächlich noch den Konter, glaube ich, drauf und somit hätte ich das Landorus vielleicht nochmal hitten können. Das ist halt ein bisschen problematisch jetzt für mich gelaufen, aber gut, damit muss ich leben. Er hat das gut gemacht in seinem Marmolida natürlich. Da habe ich wohl nicht gut genug drüber nachgedacht und somit muss ich jetzt hier auch wieder auswechseln. Mein Gott, wie gesagt, es ist das perfekte Pokémon, um hier einfach reinzuwechseln, selbst wenn er den Double Switch probiert. Ich bekomme halt immer noch die Fähigkeit von diesem Marmolida, kann wieder auswechseln, bin dann wieder bei voller KP. Also da war für mich das Risiko nicht allzu groß mit Mega Simsalabim. Und ich bin auch froh, dass ich dieses Pokémon mit habe. Man sieht, es macht auf jeden Fall seinen Job gut. Dafür, dass es komplett physisch defensiv ist, was ja mal wohl der größte Anti-Meta-Shit ist, den man jemals sieht. Aber gut, jedenfalls gehe ich jetzt hier erstmal auf den Carmine. Ich dachte mir, das ist eine ganz gute Möglichkeit, mich jetzt hier zu boosten. Ganz einfach, weil sein Landorus ist... Also er hat den Wunschtraum raus, das heißt, auch wenn ich jetzt auf eine Psychokinese gegangen bin, die hätte 50% vielleicht gemacht und er wäre dann wieder voll geheilt. Das heißt, ich wollte mich hier hochboosten, sehe dann hier, der U-Turn kommt, der macht zwar guten Schaden, reicht aber allerdings nicht aus, weil ich, wie schon gesagt, eben, ich hatte halt die Möglichkeit, physisch defensives Investment drauf zu packen, habe deshalb diesen U-Turn ganz gut getankt, gehe auf den Psycho-Schock, war das, glaube ich, genau, und hätte somit sein Umbreon natürlich treffen können. Das habe ich aber leider hier nicht geschafft. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier erstmal auf eine Genesung, weil ich mir dachte, er kann mir eh nicht viel Schaden machen, vor allem bei plus 1. Klar, wenn jetzt der Snarl kommt, ist das schade, aber das Gute ist eben, dass er nach Tara auf einer Range ist, wo ein Fokusstoß mit dem nötigen Giftschaden dazu ausreichen könnte, um dieses zu besiegen. Und da hatte ich auf jeden Fall Lust drauf. Ich wollte dieses Pokémon auf jeden Fall down kriegen und gehe jetzt hier auf den Fokusstoß, um dieses Umbreon zu besiegen. Leider wechselt er auch hier wieder aus, möchte also seine Nachtara unbedingt noch behalten und geht wieder zurück in seinen Bastmann. Und das macht er wirklich gut. Also er schaut wirklich, dass er wechselt sein Landorus ziemlich oft in meine Attacken rein und bekommt fast gar nichts an Schaden und kann halt immer wieder ziemlich krassen Druck damit aufbauen. Klar, der Fokusstoß macht ganz guten Schaden, aber wie gesagt, ich bin jetzt in der Range, wo ein U-Turn ausreichen würde und das will ich einfach nicht riskieren. Gehe jetzt hier in meinen Itzklumpen und er geht auf den U-Turn, kann mir also wieder ein bisschen Schaden drücken, kriegt wieder die Switch Advantage und das ist schon wieder ein Vorteil für ihn. Das heißt, ich sehe hier, sein größter Threat ist auf jeden Fall das Landorus, was immer wieder Druck aufbaut, immer wieder ein Pokémon für mir gut treffen kann und das ist einfach ein Problem auf meiner Seite. Und ja, jetzt kommt hier auf jeden Fall mein
wunderbares Frostelka rein und ich hatte einfach gedacht, ich habe erstens keinen Switch-In und zweitens, ja, hoffe ich einfach, dass er keine Hidden Power Fire drauf hat. Die hat er allerdings drauf, was problematisch ist und aus irgendeinem Grund hatte ich gedacht, dass er hier an dieser Stelle gescarft wäre. Aber er ist nicht gescarft, geht auf den Shadow Ball und jetzt kommt die unfortunateste Situation im ganzen Spiel. Ich gehe jetzt erstmal auf Karma. Ich dachte, Spukball macht zwar guten Schaden, aber ich kann mich hier langsam, aber sicher gegenheilen. Also gegen Boosten und dann auch wieder gegen Heilen, sodass der Spukball weniger Schaden macht. Und wenn ich jetzt auf die Genesung gehe, habe ich auf jeden Fall wieder über 50% und kann dann wieder auf Genesung gehen und auf Calm Mind und so weiter. Jetzt der größte Pech-Moment in diesem ganzen Spiel. Ich bekomme den Special Death Drop. Was einfach bedeutet, dass er mir jetzt wieder mehr Schaden mit dem Spukball macht, was ausreichen würde, um jetzt mein Sitomega zu besiegen. Ich habe keinen Switch-In und das heißt... er hat hier auf jeden Fall wieder dafür gesorgt, dass mein Sitomega ordentlich Schaden frisst. Ich wollte jetzt nicht auf Genesung gehen, weil das wäre ein Endlosspiel geworden. Genesung, ich bekomme hier zwar den Crit, aber der hat nicht gemattert, hat da eh den Fokusgurt drauf und kann jetzt hier auf Zauberschein gehen. Das heißt, ich hätte Genesung eingesetzt, er wieder Spukball, ich Genesung, er Spukball. Dadurch, dass er schneller ist und halt wie gesagt nochmal den Special Death Drop bekommen könnte, hat mir das einfach nichts gebracht. Und ich musste hier mein Sitomega opfern, einfach nur wegen dem Special Death Drop. Und Leute, warum das so wichtig ist, das wird man jetzt hier vielleicht noch nicht sehen, aber ich tank erstmal hier den Spukball übrigens mit meinem Gott und kann ihn dann mit einem Psychoschock rausnehmen. Aber die Szene ist einfach so... Da gibt es zwar Problematiken zwischen, also da waren wir uns noch nicht ganz einig, also ich war mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich mich mit Calm Mind genug hochgeboostet hätte, nachher sagen wir mal plus 3 oder 4 wäre, hätte ich mit Psychoschock und Fokusstoß alle seine Pokémon, die ja mittlerweile angeschlagen waren, ge-one-hitted. Sein Landorus mit U-Turn hätte nicht genug Schaden gemacht, es hätte mir nicht mal 50% Damage gemacht. Wir sehen auch hier auf einem Rabigator, selbst auf einem Rabigator, was gar nicht defensiv investiert ist, macht es nicht viel Schaden. Und mein Sitomega hätte sich wieder hochheilen können mit Genesung. Wäre plus 3 gewesen, hätte mit Psychoschock und Fokusstoß immer mindestens neutral getroffen und hätte somit jedes Pokémon nach und nach rausgenommen. Pasi ist der Meinung, dass er mit Hilfe von Raub auf seinen Capoeira, was wir schon gesehen haben, was weniger als 50% macht, Kehrtwende von Landorus, was weniger als 50% macht und dem Spukball, was nach... sagen wir mal 3 Karmines drin, weniger als 50% gemacht hätte, ist er der Meinung, dass er mein Sitomega down bekommen hätte. Ich allerdings bin der Meinung, dass ich mich mit Genesung immer wieder hätte gegenheilen können, immer wieder mehr heilen könnte, als er mir Schaden hätte machen können und irgendwann hätte ich mit Sitomega wirklich so hoch geboostet sein können, dass ich ihn gesweept hätte. Das ist meine Meinung. Es ist natürlich, wie gesagt, immer schwer zu sagen, was jetzt da so der Fall ist, wie das passiert wäre. Es hätte auch sein können, dass er einen Crit bekommen hätte oder sowas. Aber wäre es wirklich dazu gekommen, dass es keinerlei Hacks mehr gegeben hätte, hätte der Special Death Drop wirklich dafür gesorgt, dass an dieser Stelle wirklich mein Sitomega ihn hätte sweepen können. Was besonders bitter ist, dass dieser Special Death Drop da gekommen ist. Klar, ich hätte nochmal auswechseln können und dann später vielleicht gegen Nachtara mich nochmal hochheilen können und so weiter. Aber ich hatte einfach keinen Switch in dieses Simsala und deshalb war dieser Special Death Drop vor allem zu früh auch ziemlich unfortunate und der hat mir im Prinzip dann die letzte Chance geraubt, diesen Kampf zu gewinnen. Und wir sehen jetzt hier, die letzten Runden sind im Gange und ich gehe jetzt hier in meinen Gengar, hätte, sofern er nicht gescarft wäre, mit einer Hidden Power Ice and Landorus ausschalten können, mit einem Fokusstoß sein Nachtara, sofern es getroffen hätte, und hätte dann noch sein Marmolida möglicherweise mit einer Schlammwoge one-hitten können, wenn es auf einer gewissen Range gewesen wäre. Das ist aber hier nicht der Fall gewesen. Er war gescarft mit seinem Landorus, kann mich mit einem Knockoff ganz einfach rausnehmen und wir sehen dann hier, dass das ein 3-0 Sieg für Parsifani ist. Ich gönne es ihm auf jeden Fall natürlich. Das ist ein bisschen schade für mich, dass diese Crits und diese Special Death Drops wieder dabei waren. Vor allem eben, weil, ja, ihr kennt ja meine Geschichte mittlerweile in der GPL. Es ist ein bisschen schade. Aber ich denke mal auch, dass er sich vor allem mit der Stand-Powerkopf nach Tara, mit dem Scarf Landorus und so weiter halt wirklich gut vorbereitet hat. Ich hatte zu wenige Switch-Ins für ein paar seiner Pokémon, vor allem auf Simsala und Landorus. Und somit, ja, war das wie gesagt ein schwerer Kampf für mich. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass euch der Kampf unterhalten konnte. Der Kampf war auf jeden Fall lange genug. Also das ist wirklich, glaube ich, der längste Kampf, der bisher in dieser Season abgelaufen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der letzte Kampf gegen Glabber auch so lang war, aber es sind auf jeden Fall zwei sehr lange Kämpfe gewesen. Hoffe, dass ihr euch trotzdem unterhalten könnt. Es war auf jeden Fall ein spannender Kampf, also es war bis zum Ende hin wirklich noch viel offen und viel unklar. Deshalb hoffe ich, dass euch dieser Kampf gefallen hat und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da geht es nämlich gegen Pentaplayer und sein Team rund um den Style-Krüppel. Nein, Style-Krüppel ist ein falsches Wort. Nein, gegen den Style-Pilz schlechthin und zwar gegen Knilz. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder, Leute.
Ciao.